Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder bei Karls in Elztal unterwegs. Gestern waren wir schon in Rövershagen, heute geht es nochmal weiter. Wir haben ja unsere schönen Jahreskarten, damit kann man in allen Karls alles machen. Generell ist der Eintritt frei, ihr könnt aber auch verschiedene Sachen hier machen. Es gibt ein paar Fahrattraktionen, die ihr mitnehmen könnt, die könnt ihr entweder einzeln bezahlen oder ihr holt euch eine Tageskarte für 15 Euro. Oder die Jahreskarte für 35. Und jetzt ja, es ist morgens, wir haben noch nichts gefrühstückt. Ich glaube, wir holen uns gleich erstmal einen Kaffee. Dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Erstmal Frühstück. Genau, für die beiden Brötchen machst du halt ein Schnitzelbrötchen. Ich habe ein Erdbeerbrötchen mit Brie und Erdbeeren drauf. Für das beides haben wir 7,80 Euro bezahlt. Und machst halt eine Schokolade. Ich habe einen Haselnuss-Zimt-Kaffee. Kann man hier übrigens auch die Bohnen für im Shop kaufen. Und ich drehe mal kurz zu mir. Und das Coole ist, als Jahreskarteninhaber bekommst du 50% auf Heißgetränke. Also haben wir, glaube ich, für den Kaffee beides zusammen jetzt irgendwie 3 Euro bezahlt. Und jetzt schmecken lassen. So, jetzt haben wir erstmal schön gefrühstückt. War sehr lecker. Und was ich richtig cool finde, ihr habt hier die Möglichkeit, erstmal eine Babynahrung aufzuwärmen. Und falls ihr mal euer Essen nicht schafft, was es, glaube ich, bei uns nicht gibt, aber dann könnt ihr das hier einpacken und sozusagen verschweißen, dass es luftdicht verpackt ist. Finde ich mega cool. Wo ist denn der gute Platz? In Elztal werden die Bonbons noch von Hand klein geschnitten. In Rövershagen gibt es schon eine unterstützende Maschine. Also hier sieht man noch die Bonbons. Sind so. Und in Rövershagen hat man kleine Kissen. Das war nicht weit von Warnsdorf. Und so wurde denn innerhalb ganz weniger Jahre aus diesem gemischtbaren Land ein reiner Erdbeerhof. Und der wuchs dann Jahr für Jahr. Irgendwie ist es ja Tradition, wenn wir bei Karls sind, als erstes die Traktorbahn zu fahren. Ne? Also machen wir das jetzt auch hier. Und es ist auch schon in Gruseloptik, ne? In die Grusel-Traktorbahn umgewandelt worden. Gucken wir mal. Ja. Thank you.
Weil sind die Mitarbeiter hier noch dabei, die Bahn umzugestalten, weil offiziell ist ja hier der Schocktober oder wie nennt sich das noch? Gruseloktober, glaube ich. Gruseloktober soll ja, glaube ich, erst am 23. sein. Und heute haben wir den 21. Und heute haben wir den 21. Also genau. Sind wir noch mitten dabei in Vorbereitung. So, jetzt fahren wir eine Runde mit der LPG Rote Rübe. Zum ersten Mal in unserem Leben. Wir wollten das die letzten beiden Besuche auch immer mal machen, aber jetzt schaffen wir es endlich mal. Nee, ich glaube, am ersten Mal gab es die noch gar nicht. Stimmt, als da wir hier waren. War sie noch im Bau. Genau, so letztes kleine, Jahr wollten wir sie fahren, stimmt. Genau, so eine kleine Parkbahn, fährt 10 Minuten hier einmal übers Gelände. Sehen wir ja gleich, wo wir so lang fahren. Und LPG heißt übrigens letztens pünktlich gewesen. Ja. Also, schauen wir mal, ob wir auch wieder pünktlich ankommen. Das wird bestimmt lustig, wenn wir durch das Erlebnisdorf rattern. Aber wir müssen natürlich alle schön sitzen und die Arme und alle Gegenstände im Wagen lassen. Auch wenn wir unseren Freunden zuwinken. Nur so wie der Königin. Vor, mit der Hand winken, nicht mit dem ganzen Arm. Und was ist mit den Rüben in der Zuckerfabrik passiert? Wie kann aus so einer großen, erdigen Rübe so ein kleiner, weißer Glitzerzucker entstehen? Wie machen die das? In einem großen Wasserbecken wird die Erde Da fällt mir eine Geschichte von meiner Oma ein. Weißt du, ganz früher, da war Zucker sehr, sehr kostbar. Und nun pass auf, aus 6 bis 7 Rüben wird 1 Kilogramm Gelierzucker gewonnen. Und Karls-Gelierzucker ist sogar noch ganz besonders. So, jetzt haben wir eine Runde mit der Roten Rübe gedreht. Und das ist nicht nur eine schöne Rundfahrt über das ganze Ausgelände von Karls, sondern die Rote Rübe ist auch so ein kleiner Hinweis, denn es geht speziell um Zuckerrüben und wie wichtig die für die Herstellung von Marmelade sind. Also da wurde das so richtig kinderfamiliengerecht erklärt. Haben wir auch ein bisschen was gelernt, ne? K2 in das Highlight hier vom Karls-Erlebnisdorf in Elstal. Das ist ein Tube-Coaster sein. Ab geht der Fahrt. Gerade kommen wir aus K2, der Kartoffelschips-Achterbahn. Ja, ist eine nette kleine Achterbahn, also wirklich so, macht Spaß. Geht unterwegs und hast auch so kleine, leichte Flauter-Airtime. Ist ganz cool. Und es ist total fies, man kommt hier raus. Und du hast einen Pommes-Chips-Geruch hier in der Nase. Hier haben wir auch schon ein paar Mal gegessen, aber heute wollen wir was anderes ausprobieren. Heute wollen wir mal Pfannkuchen testen. Obwohl es heute schon wieder hier sehr verlockend riecht, ne? Ja.
jetzt auch den Zamperla Disco Coaster Karlchen Zwingender Regenschirm, meine ich. Ja. Ja, nehmen wir mal mit, ist ein relativ neues Modell aus dem letzten Jahr. Die fahren relativ smooth, angenehm und ja, machen wir mal mit. Ne? Sind wir gerade hier eine Runde geflogen mit dem Regenschirm. Das Ding hat ganz schön Zunder, also das dreht sich ordentlich. Also ich glaube, für uns reicht eine Runde. Aber es ist heute auch hier wieder, man merkt, es sind keine Ferien, es ist unter der Woche, es ist nicht viel los. Hinter uns fährt gerade einer ganz alleine. Hat man auch nicht jeden Tag, aber es macht sehr viel Spaß. Es ist eine coole Sache, gute Ergänzung auch für die größeren Kinder hier. Ich habe noch eine Frage. Ja. Karls ist nicht mehr am Regenschirmstiel. Stimmt, Karlchen ist weg. Keine Ahnung, wo ist Karlchen hin? Er ist wahrscheinlich weggeflogen. Der Wind war zu doll. Ja. So, und wie ihr hinter mir sehen könnt, hier soll es ab Ostern 2023 auch eine Erdbeerraupenbahn geben, so wie in Rövershagen, denke ich mal. Ist total süß für die kleineren, weil hier sind jetzt ja ein paar Achterbahnen, die sind eher für die größeren, würde ich mal sagen. Und da können auch die kleineren Gäste mitfahren. Hier in Elztal gibt es wieder eine Angsthasenscheune. Die wird jetzt noch vorbereitet, wenn es dann richtig losgeht hier mit dem Grusel-Oktober. Waren wir letztes Jahr schon drin, war total niedlich gemacht. Habt ihr entweder mit einem Tagesband drin oder in der Jahreskarte. Könnt ihr natürlich auch einzeln separat dazu kaufen. Wenn ihr schon mal sehen wollt, wie es da drin aussieht, also so wie es letztes Jahr aussah. Moment, die sind hier gerade am werkeln. Könnt ihr mal, ich verlinke mal hier das Video vom letzten Jahr, dann könnt ihr da schon mal ein bisschen gucken. Heute mal was ganz anderes, so leckere Pancakes. Pfannkuchen. Was sind Pancakes? Ja, weil wir sind hier in der Pfannkuchenschmiede. Dann haben wir hier Pfannkuchen. Ich habe hier schön die süße Variante genommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der? Kackfiedel und Poppenlustig. Genau. Und meiner, ich habe so, das ist so Hotdog-Style. Und wie heißt der? Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Lüttendick. Dansch. Hat beides zusammen mit jedem für eine Brause von uns 21,56 Euro gekostet. Moitit, ne? Und was machen wir jetzt? So wie gestern in Rübershagen gehen wir heute in Elztal in die
Eiswelt. Und Thema ist auch Eismärchen, ne? Korrekt. Und ich bin gespannt, ob es hier andere Eisfiguren gibt. Eiswelt hier sind komplett andere Figuren, also ein paar Märchen, also auch ähnlich, aber komplett eigene Auffassungen der einzelnen Eiskünstler. Wunderschön, also was wir bisher schon gesehen haben. Ach, toll. Welche Eiswelt hat dir denn jetzt besser gefallen? Oh, es sind beide wunderschön, aber es ist, die hier hat mir noch einen Ticken besser gefallen. Aber beides ist halt super schön. Allein wenn man überlegt, dass es wurde einfach wirklich von Menschenhand selber gestaltet. Und Wahnsinn, die verschiedenen Interpretationen von den Künstlern. Und es ist einfach eine richtig tolle Idee, auch mit den Rutschen noch da drin, dass man sich da auf bestimmte Dinge auch draufsetzen kann. Und Wahnsinn. Total schön und ich mag dieses Märchenthema sowieso total gerne, also ganz toll. Ich fand die hier jetzt aber schöner als in Rübershagen und größer. Er wirkte größer, aber beide sehr, sehr toll. Vorne im Eingangsbereich ist nicht nur die Marmeladenküche, sondern auch noch zwei Fahrgeschäfte, die wir irgendwie immer noch nie mitgenommen haben. Und ich fahre jetzt mal mit hier mit der fliegenden Kaffeetafel, weil das ist so ein bisschen wie so ein kleiner fliegender Kaffee. Teppich. Ja, Scheibenwischer. Scheibenwischer, genau. Da fahre ich jetzt mal mit. Lustig. Also erst dachte ich so, ja, ganz entspannt. Auf einmal hat das so richtig Gas gegeben. Das heißt, ich so bei dieser Erdbeergeruch hier. War toll. Jetzt wird
sinnlos Geld ausgegeben. Nein, natürlich nicht sinnlos, aber wir haben schon den Wagen gut gefüllt, nur mit Marmelade. Und mal gucken, was wir noch so können. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es Glühwein gibt. Der wird eingepackt, weil wir haben ja noch eine Glühwein-Mission. Ja, schließlich so, wenn du deinen Freunden oder so erzählst, dass du zu Karls fährst, ist das wie Ikea, dass du dann für jeden immer mal was mitbringen sollst. Wir haben hier eine riesige Bestellung Marmelade. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr, wir sitzen im Auto. Wir haben gerade alles zum Auto geschleppt, was wir gerade noch schön im Bauernmarkt eingekauft haben. Haben um die 90 Euro ausgegeben. Die Hälfte davon gefühlt war Marmelade für Familie und Freunde, die gern was mitgebracht haben wollten. Und das Coole ist, mit der Jahreskarte bekommt ihr 3% Rabatt im Bauernmarkt. Das ist echt cool. Und sonst, es ist gerade mal noch nicht mal ganz 4 und wir düsen schon weiter, denn wir haben heute alles super schnell geschafft, denn es ist einfach nichts los gewesen. Wir konnten, sind dreimal mit K2 gefahren, wir sind mit dem fliegenden Regenschirm gefahren, wir sind zweimal die Traktorbahn gefahren und ja, wir und sind die immer... Rote Rübe sind wir gefahren. Genau, die Rote Rübe. Und ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir sind immer wirklich sehr gerne hier. Es gibt tolles Essen, man kann gar nicht so viel essen, wie es hier tolle Sachen gibt. Und ja, auch für Familien mit kleinen Kindern gibt es ja auch noch ganz viele andere tolle Sachen. So ein Bobbycar fahren, dann kann man noch gegen so einen kleinen Aufpreis Go-Karts fahren, Bagger fahren. Es gibt Spielplätze, es gibt eine Murmelbahn, man kann Ziegen streicheln und füttern. Ja, und hier kommt auch noch, das haben wir noch gar nicht gesagt, 2024 soll hier noch dann ein Bibi und Tina Freizeitpark, Erlebnispark hinkommen, auch betrieben von Karls, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und sind wir auch gespannt drauf, was hier dann so kommt. Also auf jeden Fall mal gesehen, neben dem Karls hier ist schon eine große Baustelle. Wahrscheinlich wird es dahin gebaut. Und es ja. kommt noch ein Wacky Wurm hierher ja. zum nächsten genau, Jahr. Zum nächsten Jahr soll hier noch ein Wurm kommen, so einer, wie es schon in Rövershagen gibt. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall wieder, ne? Und wir hoffen, es hat euch heute hier mit uns gefallen im Karls Erlebnisdorf in Elztal. Ist nicht weit weg von Berlin und zum Rübershagen sind es, glaube ich, 2,5 Stunden. Ja, und dann bis bald. Wir hoffen, es hat euch mit uns gefallen und... Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Tschüss.